Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Replays. Heute hier eben mit einer neuen Partie aus der WCS Valencia. In der ersten Gruppenphase befinden wir uns dabei noch, also relativ früh im Spiel sozusagen, früh im Turnier. Und wir haben rechts oben in Rot gespawnt den polnischen Zerg Nurcio, der heute antritt gegen den Jungspund. Den italienischen Zerg, es ist Rainer, der in letzter Zeit für immer mehr positive Schlagzeilen sorgt. Der italienische Zergspieler, der erst gerade 16 geworden ist, am 1. Juli wird er sogar 16, wurde er 16. Also gerade das erste Turnier, was er offiziell spielen durfte in der westlichen Hemisphäre. In Korea durfte er tatsächlich ja schon früher antreten in der GSL, die ja kein Alterslimit besitzt. Dort ist er ja tatsächlich eingezogen in die zweite Gruppenphase und damit einer der wenigen Nicht-Koreaner, die das jemals geschafft haben. Das heißt aber natürlich auch, dass relativ viel Druck auf dem jungen Mann liegen, denn er ist aktuell in den Sommerferien in Korea, trainiert dort, wird dadurch natürlich absolutes Profiniveau erreichen können, was sein Training angeht. Und ich bin gespannt, wohin ihn das noch führt. Aber es setzt sich natürlich auch unter Druck. Er ist noch so gerade in der Phase, wo er gerade gesetzt wird als Spieler, der noch aufstrebend ist, aber durchaus gute, sehr, sehr gute Resultate erzielt. Aber das kann sehr, sehr schnell dazu führen, dass man eben auch in die Drucksituation kommt, dass erwartet wird, dass man eben auch mal locker ins Viertelfinale, ins Halbfinale kommt oder eben zumindest, also was hier die DreamHack-Turniere angeht, oder eben zumindest eine sehr, sehr gute Performance bringt. Bisher hat er das noch nicht bringen können, denn es ist sein erstes Turnier hier auf der WCS Valencia. Zumindest das erste Turnier, wie gesagt, der offiziellen WCS-Serie. Aber irgendwann kann das natürlich auch zu einem hohen Druck führen und dann kann man auch sehr, sehr schnell an diesem Druck, glaube ich, zusammenbrechen. Das ist natürlich die große Gefahr als ein vor allen Dingen sehr, sehr junger Spieler. Wir sind gespannt, ob das soweit kommen wird. Ich hoffe natürlich nicht. Jetzt schauen wir aber erstmal die erste Partie an hier, die er in diesem Turnier spielt. Stimmt nicht ganz. Vorher gab es schon ein Best of Three gegen... Schauen wir gerade kurz nach. Musste schon antreten gegen Art, den polnischen Protoss. Habe ich auch noch nie was von gehört. Das ist das Problem dieser ersten Gruppenphase. Da treffen natürlich relativ viele, auch unbekanntere Spieler aufeinander. Aber gut, jetzt sind wir in einer sehr, sehr hochklassigen Partie. Also Nurcio, ein sehr, sehr guter Zerg-Spieler. Zwischendurch ja mit BlizzCon-Erfahrung, glaube ich, sogar schon. Ne? Ich glaube, er war ein Jahr auf der BlizzCon. Schon sehr, sehr lange in der Szene dabei. Sehr, sehr bekannt dafür, gut zu spielen. Aber so ein bisschen hat seine Performance leider nachgelassen in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich schon definitiv sagen. Mal schauen, ob er heute nochmal sein Können unter Beweis stellen kann. Nachgelassen heißt natürlich auch nicht, dass er schlecht geworden ist, um gar keinen Fall. Er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, der auch immer noch absolute Top-Spieler rausnehmen kann. Und das jetzt auch nicht nur mit Glück, sondern eben auch durch Können. Aber trotzdem, die ganz großen Resultate, die sind, glaube ich, ein bisschen rar geworden bei Nurcio. Ich schaue mal gerade tatsächlich nochmal nach. Das Ganze kann ich machen, weil hier nicht viel passiert. Beide Spieler gehen übrigens auf die dritte Base. Das sollte ich vielleicht mal eben noch erwähnen. Beide mit Ling Baning zur Verteidigung, aber eher keiner. Braucht jetzt gerade unglaublich viele Linge, sage ich in dem Moment, wo 12 Linge in Auftrag gegeben werden. Von Nurcio, der will also gleich mal eben kurz Aggression spielen. Trotzdem schaue ich mal ganz kurz nochmal nach. Hier in seinem Liquipedia-Artikel. Das Online-Monster war ja in Wings of Liberty. Da hat er unglaublich viele Online-Turniere gewonnen. Da kamen aber auch seine großen Erfahrungen her. Und tatsächlich in den letzten Jahren wurde das dann noch ein bisschen weniger. Trotzdem natürlich nicht schlecht. Immer noch gut dabei. Einige Ergebnisse noch im Go4-SC2 Cup und so weiter und so fort. Aber das sind eben nicht die DreamHack-Gewinne, die man eben von ganz, 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 ganz starken Spielern gewohnt ist. Jetzt geht es auf jeden Fall hier drauf von Nurcio. Der möchte hier die dritte Base von Rainer rausnehmen. Das versucht allerdings Rainer hier zu wittern und es gelingt ihm auch. Wir sehen hier wenige Banninge bisher bei Nurcio. Der hat hier einen. Oh, muss aber hier das war knapp. War sehr gut. Natürlich achtet ein Spieler dieses Kalibers da drauf, nicht in die Banninge zu rennen. Viele, viele Linge aber jetzt auch bei Rainer. Wir schauen das im Supply an. Dort sind beide ausgeglichen. Trotzdem relativ natürlich mehr hier auf Seiten von Rainer. Einfach dadurch, dass hier der Defenders Advantage ist. Dadurch, dass seine Linge viel, viel schneller eben spawnen können. Oh, jetzt rennt Rainer rüber und das sieht schwierig aus. Oh, sehr schön, auch er hier mit gutem Mic unterwegs. Rainer ja auch dafür bekannt, eigentlich relativ viel mit seinen Dingen immer erreichen zu können. Immer relativ gutes Multitasking zu haben. So ein bisschen das Cyril nachzueifern auch vielleicht. Der ja das Maß aller Dinge aller Zergs aktuell ist, unbestreitbar. Oh, das war nicht gut.
Das war ein schöner Banning-Hit von Nurture. Wir schauen mal kurz drauf. 17 Dinge hat Rayner insgesamt verloren. Natürlich nicht nur in diesem Fight, aber 7, 8 waren das bestimmt, die da gerade gefallen sind. Roach Roll jetzt inzwischen als Transition bei Nurture, der hier auch ein Doppelgas in der Natural hat, hier nur ein Gas, also wir sehen hier keine frühen Mooters oder sowas. Das lässt sich natürlich auch dadurch begründen, dass wir auch noch immer keinen Leertech haben auf dieser Seite. Auch bei Rayner sehen wir noch keinen Leertech, alles noch ganz normal. Dort werden auch weiterhin Drohnen und eben ein paar Linge gebaut. Hier haben wir nur ein Gas an der Natural, das heißt, da hat ein bisschen weniger gleich möglich, was Roaches angeht. Apropos Roaches, die ersten schon im Bau bei Nurture, 13 Stück, das werden schon ganz schön viele. Da muss Rayner gleich dringend auch defensive Roaches bauen. Er hat aber auch den Braten so ein bisschen gerochen. Er baut jetzt hier zwei Spike-Roller in der Natural. Ist natürlich schwierig dann, wenn auf die dritte gepusht wird. Drone-technisch ist Rayner deutlich vorne, währenddessen ein kleines Linkscharmützel in der Mitte der Map. Da kann natürlich ein Baneling immer unglaublich viel verändern. Linge kommt tatsächlich durch, Nurture bekommt hier den Fullscount, bekommt sogar eine Queen. Queen immer zu bekommen im Zerfazit, unglaublich wichtig. Eine Queen allerdings, die immer noch die überlebt hat. Trotzdem fehlen jetzt gleich Injects hier. Und währenddessen kommen jetzt hier die Roaches von Nurture, die sich noch eben sammeln müssen. Die möchten die dritte Base angreifen, Revolver werden direkt gemorpht. Währenddessen schafft es allerdings Rayner auch wieder eine Armee zu bauen. Kommt jetzt hier langsam ran im Supply, trotzdem 51 zu 62 Supply. Das ist relativ wenig. Das sieht hier gar nicht so einfach zu verteidigen aus. Die Spyguard können natürlich viel nochmal machen. Einige Bänge werden nochmal gemorpht. Denn Rayner versucht hier jetzt einen leichten Link-Run bei Link Surround zu setzen. Das ist natürlich gegen Baning sehr, sehr schwierig. Trotzdem eine gute Fighting Position hier eigentlich für Rayner. Der macht hier das Beste aus der Situation, bekommt mit seinen Linken einen guten Surround hin. Aber es stehen immer noch relativ viele Ravager da. Wir schauen auf Supply, das ist aktuell komplett ausgeglichen. Wir sehen allerdings auch einige Baninge noch, die in die Linge connecten. Und jetzt auf einmal hat sich das Blatt hier noch ordentlich gewendet. Jetzt stehen hier irgendwie nur noch Einheiten von Nurture. Es kommen natürlich immer noch weitere Einheiten von Rayner nach. Interessanterweise baut Nurture auch übrigens nur Linge, was natürlich daran liegt, dass Linge wesentlich schneller wieder auf der anderen Seite sind. Schöne Balls hier auf die Larven, die gerade morphen. Dadurch einige Roaches hier dann wieder gecancelt worden, dadurch, dass die Larven einfach gestorben sind, beziehungsweise die Kokons. Jetzt verliert allerdings Nurture nach und nach seine Armee. Das sieht dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Linge kommen allerdings jetzt mit dazu, die gerade gespawnt sind, die ich vorhin angesprochen habe. Schilder aber auf hier nochmal von einzelnen Ravager-Kokons, die eben eine deutlich bessere Panzerung haben als die Ravager und eben auch kein Autofokus mehr der Roaches bekommen. So kann man immer noch schön eine Roach retten. Trotzdem stabilisiert sich jetzt hier Rayner und er ist im Dogcon vorne und das sieht natürlich auch so. Und damit gibt es das frühe GG. Also das muss man wirklich sagen hier, die Spieler doch sehr, sehr, wie soll man das formulieren? Sie versuchen den Tag nicht allzu lang werden zu lassen, möchte ich das mal formulieren. Wenn sie in Hinterhand sind, dann gehen sie auch relativ zeitnah raus. Haben wir in der letzten Partie gegen Optimus, gegen Nieb auch gesehen, dass Optimus da sehr, sehr früh teilweise rausgegangen ist. Vor allem in der ersten Partie war es dann doch vielleicht ein leichtes Comeback-Potenzial noch möglich gewesen. Aber auf diesem Niveau ist es halt unglaublich schwer, den Comeback hinzubekommen. Da sind die Spieler einfach zu stark. Das lassen sie sich eigentlich nicht mehr aus der Hand nehmen. Und da das hier eine Gruppenphase 1 ist, wo man natürlich nicht noch alle seine Ressourcen quasi verspielen möchte, sich komplett fertig machen müsste, dann sind noch zwei Gruppenphasen, die genau am gleichen Tag ausgetragen werden. Da möchte man natürlich alle Energiereserven verschwenden. Und deshalb sagt sich hier Nurture scheinbar, Partie Nummer 1 ist abgehakt, ich kämpfe in der zweiten zurück und in diese zweite Partie werden wir jetzt reinschauen. Wir starten jetzt also in die zweite Partie auf Dreamcatcher LE, haben wir rechts unten in Rot gespawnt als Zerg Nurture. Und links oben in Blau gespawnt als Zerg ebenfalls Rayner, der hier mit einem Early Pool unterwegs ist, also hier relativ früh gleich Linge in die Gegnerbase hauen will. Allerdings Dreamcatcher eine relativ große Map, das dauert also eine ganze Weile, bis man hier auf der anderen Seite ist. Bin gespannt, was es da genaues geben wird. Kann natürlich mit so einem schnellen 2-0 auch das ganze Best of 3 klar machen. Natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, ob das jetzt die zweite oder die erste Partie ist, die wir hier gerade sehen. Oder die dritte, könnte auch theoretisch sein, falls es denn eine dritte gibt. Ich möchte jetzt keine Ergebnisse spoilern, deshalb habe ich das jetzt mal bewusst vage gehalten. Aber es ist nicht so ganz klar ersichtlich, welche Partie als erstes gespielt wurde, will ich damit nur sagen. Ich hoffe, dass es die Reihenfolge ist, die mir in StarCraft angezeigt wird. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es dazu führen, dass wir hier zwischendurch dann nicht ganz die richtige Reihenfolge sehen. Sollte bei einem 2-0 nicht weiter tragisch sein, bei einem 2-1 kann das allerdings dazu führen, dass es quasi schon 2-0 steht und es trotzdem noch eine Partie gibt, die ich casten kann. Wenn das irgendwann in den nächsten Spielen so eintreten würde,
würde ich das einfach dann so machen. Dann würde ich einfach sagen, okay, es steht zwar jetzt 2-0, aber irgendwas muss mit der Reihenfolge unterschiedlich gewesen sein. Dann werde ich die dritte Partie dann immer trotzdem noch casten. Das möchte ich an dieser Stelle nur schon mal eben erwähnen. Ob das jetzt heute entscheidend ist, werden wir gleich noch sehen. Oder ob es eben 2-0 gibt oder ein 2-1. Wir werden es sehen. Keine Spoiler, wie gesagt, an dieser Stelle. Jetzt sehen wir jetzt erstmal, wie die Linge sich auf den Weg machen hier in die Base von Nurture, der hier mit der Hedge First unterwegs war. Das heißt, sein Pool ist noch nicht fertig. Das heißt, die Linge können jetzt hier versuchen, diese Hedge zu bekommen. Mal schauen, ob das gelingt. Da werden schon die Drones gepullt, um hier natürlich den Surround zu setzen. Auf die Linge, zwei weitere Linge kommen wir nochmal dazu. Das ist ein Rennen gegen die Zeit. Man möchte natürlich weder viele Drohnen verlieren, noch die Hedge. Wenn man die Hedge verliert, ist das Spiel so gut wie verloren. Wenn man allerdings natürlich auch einige Drohnen verliert, dann ist man hinten, wir sehen 14 zu 18 Drohnen. Noch kann sich Nurture erlauben, hier ein paar Drohnen zu verlieren. Allerdings, wenn wir uns mal das Einkommen ansehen, Nurture bekommt natürlich auch gerade deutlich, deutlich weniger Ressourcen, einfach weil seine Drohnen hier vorne sind und fighten. Schöner Surround jetzt hier von den Drohnen. Mit dem guten Mineral Walk hat er das hinbekommen. Jetzt scheint sich Rainer hier zurückzuziehen, denn es sind auch die ersten Dinge jetzt da von Nurture. 16 zu 16 Drohnen. Die Hedges stehen auf beiden Seiten. Das heißt, wirklich viel passiert ist hier noch nicht. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass Nurture hier Linkspeed angedrückt hat. Auf der anderen Seite haben wir noch kein Gas. Das wird jetzt erst genommen. Das heißt, Nurture wird linktechnisch gleich einen ordentlichen Vorteil haben. Schön nochmal hier mit einem Link die Link-Armee von Nurture abgelenkt und damit hier sich vorbeigesneakt. Das allerdings wird auch wieder unterbunden von Nurture, der sich hier direkt zurück nach Hause zurückzieht. Der möchte es hier nicht zulassen, dass hier die Linge vielleicht nochmal rankommen und vielleicht es schaffen, aus irgendwelchen Gründen hier nochmal ein, zwei Drohnen wegzunehmen, wenn vielleicht sogar ein größerer Runride käme, sogar die Hedge noch zu bekommen. Und an dieser Stelle nochmal das Spiel dann, was man eigentlich jetzt hier schon mit einem leichten Vorteil gehalten hat, den All-In oder den Push, doch nochmal aus der Hand zu geben. Das hat sich hier Nurture nicht nehmen lassen, hat es geschafft hier, sich in dieser Position zu halten. 25 zu 26 Drohnen, leicht der Vorteil jetzt hier bei Rainer, liegt auch natürlich daran, dass er das Gas noch nicht gemeint hatte und dementsprechend ein bisschen mehr Eco hatte eben auf die Mineralien für eine etwas längere Zeit. Jetzt natürlich dagegen das Mining hier von einem Gas. Immer noch kein Linkspeed. Vielleicht skippt das allerdings auch komplett. Wir sehen nämlich jetzt schon den Roadrun. Wir haben hier zwei Queens, die zumachen auf Hold Position. Da kommt auch kein Link durch. Das sollte Nurture jetzt auch einsehen. Versucht jetzt hier die Queen zu bekommen. Vielleicht schafft er das sogar noch. Schönes Mic-Runnings von den Linken. Ja, die Queen wird hier Nurture bekommen. Aber zu welchem Preis? Zu einem hohen Preis. Er hat einige Linge dafür verloren. Trotzdem natürlich, das Scouting ist immer sehr, sehr nett. Kommt sogar tatsächlich nochmal ein paar Linge. Bekommt einen Full Scout. Sieht genau das Timing. Sieht, es wird immer noch Gas gemeint. Sieht, es wird übrigens kein Linkspeed erforscht. Das ist auch sehr, sehr entscheidend. Stattdessen nehmen wir hier das erste Attacker Crate. Interessanterweise für die Nahkampfeinheiten. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dann hätte ich nämlich auch gedacht, dass wir hier einen Linkspeed sehen würden. Eigentlich hätte ich jetzt mit Fernkampfangriff gerechnet, um eben hier gleich einen ordentlichen Roach-Push raushauen zu können. Da entscheidet sich Rainer allerdings gegen. Er nimmt dagegen jetzt das Speed-Upgrade, natürlich unglaublich spät. Aber solange er auf zwei Bases bleibt, ist es nicht weiter schlimm. Aber eigentlich bräuchte er gleich eine dritte Base, denn wir sehen hier, Nurture hat seine dritte Base gleich schon. Der hat mehr Worker, weniger Armee. Aber das heißt auch, Rainer muss irgendwie es schaffen, eine dritte zu nehmen und parallel eigentlich Schaden zu machen. Denn diese Zeit, die er dafür eben genutzt hat, hier gerade Einheiten zu bauen und eben auch nicht auf die Eco zu setzen, die muss er irgendwie rechtfertigen. Die muss er irgendwie in irgendwas ummünzen, was ihn eben wieder in der Eco gleichstellt oder im besten Fall sogar einen ordentlichen Vorteil gibt. Wir sehen viele Linge jetzt hier bei Rainer. Linkspeed aber noch lange nicht durch. 40 Sekunden, in 40 Sekunden kann so viel Einheiten hier gebaut werden von Nurture. Der muss das nur riechen. Hat einige Linge aber schon gebaut, also ganz blind ist er hier nicht, was das angeht. Hat inzwischen das Plus-1-Attack-Upgrade für Roaches im Bau. Kann also gleich auch Roaches bauen. Noch committet er allerdings auf Linge. Trotzdem Linge mit Plus-1 und die hat Rainer zu dem Zeitpunkt, wo er Speed hier auf den Dingen hat. Die machen natürlich deutlich mehr Schaden als Linge ohne das Plus-1-Upgrade. Also im direkten Fight wird die Raider einen ordentlichen Vorteil haben. Kennen sie allerdings die dritte. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn diese dritte Base, die generiert nicht nur Einkommen hier auf Seiten von Nurture, was tatsächlich deutlich mehr ist. Wir sehen das hier, 600 Ressourcen, vielleicht ungefähr mehr. Sondern eben auch die zusätzlichen Larven, die dazu kommen. Die sind sehr, sehr wichtig. Gerade eben in diesen Duellen mit einer hohen Anzahl von Lingen, die dann auch noch jetzt gleich mit Rotus aufgefüllt werden. Trotzdem 40 zu 42 Worker. Vorteil für Raider trotzdem ist, dass hier ein riesen Link-Schwall hier rüberkommt. Und wie gesagt, die Linge haben plus 1. Das kann sehr, sehr entscheidend werden. Schöner Durchmarsch hier auf die Roaches. Schöner Surround. Schafft er es hier möglichst für Roaches zu bekommen? Schönes Morph. Man ist hier auch von Nurture, von Ravager. Ja, er schafft es tatsächlich, die Roaches zu bekommen.
Verliert dabei natürlich einige Linge. Schön wäre es auch, wenn er das +1 Attack Upgrade bekommen würde. Das wäre sehr, sehr gut. Oder eben die Hatchery. Auch die sehr, sehr low noch. Mit +1 Attack Linge kann man durchaus mal versuchen, die zu attackieren. Rain entscheidet sich lieber für den sicheren Schaden scheinbar. Kommt hier auf die dritte Base. Die kann er auch bekommen. Sollte er auch bekommen. Hier ist nochmal eine Queen, die verteidigt. Aber die dritte Base fällt. Damit hier hat sich das bisher wieder bezahlt gemacht. Er ist zwar immer noch hinten im Drone-Count, allerdings ist seine dritte hier weiter inzwischen als die von Urchie, weil Urchie eben seine verloren hat. Roaches werden immer weiter gebaut. Die Linge wollten sicher nochmal durchsliegen. Da hat aber Urchie hier das ganz gut gemacht. Hier die Rocks rausgenommen und jetzt schafft es hier Rainer leider nicht mehr den Weg zu nehmen. Müsste hier ganz außen rum. Da steht übrigens auch ein Overlord, der würde das Ganze sehen. Trotzdem finde ich das eine ganz gute Idee von ihm. Urchie dagegen möchte jetzt auch weiter pushen. Er möchte jetzt den Vergeltungspush auf dritte Base machen. Er hat das +1 Attacker-Crate diesmal für Roaches. So ändert sich die Situation, obwohl hier Rainer gerade eben also das +1 Attacker-Crate für die Linge hat. Hat jetzt das Nurture für die Roaches. Und damit ist sein Timing jetzt auch eben sehr, sehr stark. Schöner Ling-Run bei hier. Drohnen sollten natürlich sofort wieder zur Arbeit. Die Linge von Rainer ziehen sich tatsächlich wieder zurück. Und vielleicht schaffen sie es hier, den Surround auf die Roaches zu setzen. Ah, er traut sich nicht. Er traut sich nicht. Muss er natürlich auch nicht. Seine dritte Base, wie gesagt, jetzt ein bisschen weiter vorne. Ist eben schon fertig. Er kann jetzt so ein bisschen meinen. Drohnentechnisch jetzt ausgeglichen. Und das sollte sich jetzt hier gleich auch im Drone-Income bemerkbar machen, denn wir hatten gerade noch ein paar Drohnen, die rübergeslidet wurden. Jetzt allerdings der leichte Vorteil hier auf Seiten von Rainer. +1 Attack Upgrade jetzt auch für die Roaches durch. 1er Defense Upgrade kommt jetzt auch dazu. Ist natürlich ein bisschen teurer als die Angriffs-Upgrades, deshalb das Ganze ein bisschen später angestellt. Zumal auch die Attack-Upgrades wichtiger sind. Jetzt geht es auf jeden Fall nochmal drauf mit den Dingen. Es muss natürlich jetzt hier irgendwie einen Schaden gefunden werden, wenn er die wirklich hier aggressiv einsetzen will. Kann sich natürlich auch immer noch als Gefahr auf der Map lassen. Auch das darf man nicht unterschätzen. Nurture kann sich hier eigentlich nicht so wirklich raustrauen mit seiner Armee, denn dann kommt der riesen Ling-Run bei und die Hatchery immer noch mit angeschlagenen Hitpoints kann dann immer noch locker rausgenommen werden. Ling natürlich viel beweglicher als eben die Roaches. Und die schaffen es natürlich immer mal irgendwo eine Situation zu sehen, wo sie ein bisschen Schaden finden können. Haben jetzt hier nochmal ein paar Drohnen rausgenommen. Dadurch natürlich auch ein paar Linge rausgenommen worden. Unterm Strich ist, glaube ich, Rainer trotzdem sehr, sehr zufrieden damit, wenn er hier konstant sieht, woraus die Armee des Gegners besteht. Und eben, wenn er noch ein bisschen Schaden finden kann und den Gegner auch ein bisschen stressen kann. Auch das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man es eben schafft, dass der Gegner aus seiner Komfortzone rauskommt. Jetzt möchte Rainer mit seinen eigenen Roaches angreifen. Wie gesagt, er hat auch das 1er Attack Upgrade, 1er Defense Upgrade bei beiden in der Erforschung, das 2er Attack Upgrade von Nurture. Das wird in 30 Sekunden fertig. Ich bin gespannt, ob es noch so lange dauert, bis hier der Fall zustande kommt. Rainer entscheidet sich dazu, hier die Rocks erstmal rauszunehmen, um hier eine ein bisschen größere Angriffsfläche zu haben und hier nicht aus der rechten Seite angreifen zu müssen. Gleichzeitig kann er allerdings dort mit ein paar Linken nochmal ein bisschen Schaden suchen und auch ein bisschen finden. Jetzt geht es erstmal drauf in den vielleicht spielentscheidenden Roach gegen Roach Fight. Da möchte Rainer allerdings nicht committen. Sieht hier, dass Nurture ein bisschen mehr hat. Gleich, wie gesagt, das +2 Attack Upgrade auch noch bei ihm. Dann spätestens sollte er nicht mehr weiter fighten hier. Auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, Nurture könnte das +2 Attack Upgrade eigentlich zu seinem Vorteil nutzen. Und gleich mal ein bisschen pushen. Er baut allerdings jetzt erstmal Drohnen. Möchte hier nochmal ein bisschen in der Eco weiter nach vorne kommen. Das ist auch wichtig, denn Nurture hier mit etwas weniger Drohnen zwischendurch unterwegs gewesen. Inzwischen soll sich das Einkommen allerdings relativ ausgleichen. Ich bin gespannt, wann wir eine vierte Base sehen werden. Denn die Main Base, die sollte langsam aber sicher doch ein bisschen weniger werden hier. Roach Speed übrigens bei beiden natürlich durch. Also das war auch so erwartet. +2 Attack Upgrade für Rainer braucht noch eine ganze Weile. Dafür hat er das 1er Defense Upgrade. Was natürlich ein bisschen hilft, aber wie gesagt, bei weitem nicht so stark ist wie das 2er Attack Upgrade. Vierte Base war eben genau jetzt versucht auf Seiten von Nurture. Ist allerdings gescheitert. Die Linge hier von Rainer konnten nochmal gut angreifen. Spire jetzt bei Rainer. Sehr interessant. Wir sehen natürlich immer noch eine große Anzahl an Roaches, die auch relativ viel Gas verschlungen hat. Er hat aber weniger Ravager als sein Gegenspieler. Und das ist natürlich auch Gas, was man investiert hat. Ein Ravager kostet unglaublich viel Gas. Vierte Base jetzt auch bei Rainer unterwegs. Ja, mit einem Spire wird es natürlich vermutlich Mutas geben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier Hydras bei Nurture. Damit wird es auch gleich Anti-Air in der Armee geben. Das heißt, Mutas werden nur zum Harassment eingesetzt, was eigentlich auch natürlich ihre eigentliche primäre Aufgabe immer ist. Mutas sollte man immer ja zum Harassment ansetzen. Was macht Nurture jetzt hier mit diesen drei Roaches? Sehr, sehr interessanter Hitsquad hier. Ah, es sind noch ein paar mehr Roaches geworden. Es sind auch aus einer anderen Richtung mehr weitere dazugekommen. Trotzdem stehen hier einige mehr Roaches von Rainer rum. Leider noch ohne +2. Das hätte ihm jetzt hier in dem Fight ordentlich was geholfen. Trotzdem sollte hier Rainer das rausnehmen können, bevor die Roaches zu viel Schaden machen können. Aber Nurture schafft es tatsächlich mit dieser geringen Anzahl von Roaches, die gesamte Armee von Rainer hier nochmal zurückzuziehen. Auch das sehr, sehr
wichtig. Damit weiß nämlich Nurture, wo sich die Armee des Gegners befindet und kann sich eben selbst in Stellung bringen, um hier gleich vielleicht einen besseren Winkel fürs Angreifen zu haben. Jetzt werden auf jeden Fall Ravager gemorpht. Rainer sieht das Ganze durch seine positionierten Overlords. Lurker denn im Bau bei Nurture. Das heißt, gleich können die Hydras, die er gleich morphen wird oder bauen wird, eben zu Lurkern gemorpht werden. Wir sehen auch nur 6 Stück. Das sind relativ wenig. Ich denke, die werden auch allesamt dann zu Lurkern gemorpht werden. Auf der anderen Seite bei Rainer jetzt die Mutas, wie gesagt, im Bau hier kleinere Roach-Scharmützel in der Mitte der Map, während hier der Hauptpush von Rainer von der rechten Flanke zu kommen scheint. Leider noch ohne die Mutas, die von der linken Flanke kommen. Das würde mir noch sehr helfen, mir sehr gefallen. Oder hier einfach mal in die Eco rennen. Währenddessen übrigens ein großer, großer Roach-Run bei von Nurture und der kann viel Schaden machen. Erstens sieht er damit die Mutas, zweitens bekommt er ordentlich, ordentlich Worker-Kills hier. Dabei fallen wirklich einige Worker, insgesamt 12 rausgenommen. Da sehe ich nicht ganz klar, ob das jetzt bei diesem Push geschehen ist. Und er forst die gesamte Armee von Rainer zurück nach Hause, während er hier sich stabilisieren kann. Er hat die vierte Base, die natürlich noch nicht ganz so meint. Natürlich hat Rainer auch eine vierte Base, aber eben das Einkommen. Das ist jetzt bei Deutsch hier deutlich besser. 60 zu 44 Worker. Und das muss jetzt hier eigentlich Rainer mal eben ein bisschen kontern. Aber wie soll er das tun? 152 Supply zu 434. Ja, er ist vorne, was das Supply angeht. Aber er hat auch eben unglaublich viel hier in diese Mutas investiert. Und die müssen erstmal Schaden machen. Die können nicht im direkten Fight genutzt werden. Dort sind inzwischen Sporecrawler gebaut worden. Verliert hier direkt einen Mutter am Sporecrawler. Ist natürlich ärgerlich. Kann natürlich jetzt erstmal nochmal die Hatchery angreifen. Aber ich denke, da werden gleich sich diese zwei Hydras zum Beispiel mal auf den Weg machen und hier weiter Schaden machen. Zwei Hydras können natürlich rausgenommen werden von Mutas. Ja. Trotzdem mit sehr, sehr hohen Verlusten. Denn Hydras konnte natürlich die Mutter sehr, sehr gut. Tatsächlich gibt es hier keinen großen Verlust. Aber gut, erstmal sind wir jetzt hier im Hauptfight, denn der ist sehr, sehr viel wichtiger. 2-1 gegen 2-1, da tun sich beide nicht. Allerdings die Hydras natürlich mit einem ordentlichen Damage-Boost hier, was die Armee von Nurture angeht. Und er schafft es tatsächlich, die Armee von Rainer zu teilen. Er bekommt hier die Hälfte der Armee, die noch durch die Rocks gegangen ist, wenn die andere Hälfte der Armee hinter den Rocks ist. Und das hilft jetzt hier auf jeden Fall Nurture. Er kann die Base hier definitiv rausnehmen, wenn er darauf committet. Dann eben durch die rechte Flanke wieder durchbrechen, eben durch die paar Roaches, die hier noch stehen. Und sich mit der Hauptarmee wieder zurückziehen. Ich denke, das ist hier der Plan. Das gelingt wunderbar bei ihm. Selbst wenn er hier die vierte Base verliert, war es das locker wert. Allerdings können sich die Hydras noch nicht gut zurückziehen, denn die Hydras haben noch nicht das Speed-Upgrade, wie ich das hier gerade richtig gesehen habe. Doch, haben sie wohl. Sind aber trotzdem relativ langsam im Vergleich natürlich zu den Roaches. Hat da mal noch ordentlich Verluste bekommen. Vierte Base tatsächlich jetzt gefallen. Mutas fliegen jetzt weiter hier in die Natural. Dort steht allerdings auch ein Sporecrawler. Lurker denn ist gescoutet. Ich bin gespannt, ob wir die gleich nochmal in der Partie sehen werden. 59 zu 35 Worker übrigens inzwischen. Das ist ein riesen Vorteil für Nurture. Den gilt es jetzt für ihn, nur noch erstmal über die Zeit zu bringen. Erstmal sie stabilisieren, die Mutas eben mal auszuschalten. Das gelingt jetzt über kurz oder lang auch. Und dann eben mit den Lurkern es schaffen, erstmal sich in einer guten defensiven Position zu postieren. Kann natürlich auch direkt committen. Halte ich allerdings für ein Risiko. Kann man immer noch Gefahr laufen, überrannt zu werden. Ich sehe noch nicht, wie das jetzt gelingen soll. Die Lurker natürlich mit einem guten Zeitfenster allerdings. Persönlich, also ich will jetzt hier Nurture nicht kritisieren, ist ein viel besserer Spieler als ich, ja, keine Frage, aber ich glaube, dass es die sinnvollere Entscheidung gewesen wäre, hinten zu bleiben und zumindest erstmal zu maxen. Er ist zwar fast gemaxt, aber eben nur fast. Und auch upgrade-technisch vielleicht noch ein bisschen hochzugehen. Vielleicht auf den Hive-Tech zu gehen, um das schnellere Lurker-Eingrabe-Upgrade zu erforschen und so weiter und so fort. Und das nimmt er übrigens hier die Goldbase, die allerdings jetzt auch angegriffen wird. Die Lurker befinden sich inzwischen in der Natural Expansion von Rainer. Wenn sowas der Fall ist, dann weiß man auch jetzt, sieht es nicht gut aus für mich. Wenn Lurker in deiner eigenen Natural Base stehen, dann hast du ein großes Problem. Tatsächlich schaffen es die Lurker hier, einiges rauszunehmen. Evolution Chamber jetzt vielleicht nicht das allerwichtigste Gebäude der Roadshow, hätte mir tatsächlich besser gefallen. Nochmal schönes Umpositionieren hier. Allerdings die Lurker schon sehr, sehr angeschlagen. Trotzdem hier Rainer nur noch auf anderthalb Base sozusagen. 14 Lurker, hat nur zwei Bases, die noch stehen. Kein wirkliches Income mehr, denn die Main Base ist quasi leer. Jetzt schiebt er noch ein paar Roaches rüber, ein paar Drohnen rüber. Aber das sollte Rainer jetzt auch langsam aber sicher einsehen. Gegen einen Zerg mit 5 Bases. Okay, es sind nur 4, weil er ja die eine Base rausgenommen hat. Trotzdem wieder sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen auch mit dem Tech-Nachteil eben durch die Lurker. 2-2 hat hier Rainer. Das ist ein leichter Vorteil, den er hat. Trotzdem wird er diesen Fight hier nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. 136 Supply zu 76 Armee Supply. Und das sieht jetzt Rainer auch ein. GG, damit steht es 1-1. Und wir müssen in eine finale Partie gehen. Ob wir die jetzt sehen, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich moderiere jetzt erstmal ab, ansonsten muss ich gleich nochmal einen Cut setzen und wir würden dann noch die dritte Partie sehen.
Das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts in die nächste Folge klicken und rechts ein anderes Projekt von mir. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.